Skifahren ist ein ideales und gesundes Fitnesstraining. Das haben internationale Studien bereits mehrfach untersucht und bestätigt. Federführend auf diesem Gebiet ist die Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, die nun in monatelanger Vorarbeit gemeinsam mit dem Salzburger Berufsskilehrer- und Snowboardlehrerverband das neue Ski-Dich-Fit-Programm auf die Beine gestellt hat, das künftig in den Salzburger Skischulen umgesetzt werden wird. Die Idee dahinter ist, bekannte Übungen aus dem Fitnessstudio auf die Skipiste zu transportieren. Konkret geht es um die drei Säulen: Kräftigung, Herz-Kreislauf-Training und Koordination. Das Grundprinzip von Ski-Dich-Fit ist, dass der Skilehrer exakt das Tempo, Geländewahl, Technik und so weiter vorgibt. Die Skischulgäste folgen dem Skilehrer und erhalten so den optimalen Trainingsreiz. Wir probieren jetzt einmal die Kniebeuge, so wie ihr das aus dem Fitnessstudio kennt. Ja, meistens hat man da irgendein Gewicht um. Ja, gleichmäßig Hüftgelenk, Kniegelenk und Sprunggelenk beugen, sodass wir ganz nach unten kommen. Die Wirbelsäule bleibt dabei gerade und dann stehen wir wieder auf. Das war jetzt die Kniebeuge, wie ihr sie kennt. Und jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen aufs Skifahren umzumünzen. Das Problem ist, wenn ich jetzt ganz tief runtergehe, dann komme ich irgendwann einmal in eine Rücklage. Das muss ich beim Skifahren ausgleichen, indem ich da versuche, den Rücken ein bisschen rund zu machen, die Bauchdecke ein bisschen anspannen und die Hände nach vorn. Und jetzt komme ich ein bisschen weiter nach unten, ja, und kann im Gleichgewicht bis ganz nach unten gehen und dann wieder auf. Gehen wir nun kurz auf die drei Trainingsschwerpunkte ein wenig näher ein. Bei der Kräftigung etwa ist es so, dass wir schon seit längerem wissen, dass Skifahren langsame und schnell zuckende Muskelfasern trainiert. Mit Übungen wie der Kniebeuge oder diversen Sprungformen beispielsweise kann also während dem Skifahren die Kraftausdauer und auch die Schnellkraft noch gezielter verbessert werden. Darüber hinaus straffen sie die Oberschenkel und festigen den Po. Noch mehr Kräftigung kriegen wir jetzt, wenn du den oberen Ski aufhebst und nochmal probierst, jetzt diese Körperspannung aufzubauen. Geht schon. Zieh an. Jawohl, super. Jetzt nochmal aufstehen und dann nochmal. Alles gleichzeitig in die Position gehen. Ja, super. Super, Birgit. Gut gemacht. Neben dem Kräftigungsaspekt hat Skifahren auch auf die Verbesserung der Ausdauer hervorragende Auswirkungen. Womit wir schon beim Punkt Herz-Kreislauf-Training und Regeneration sind, was beim Ski-Dich-Fit-Programm in Form von Intervalltrainings und langen ökonomischen Abfahrten gesteuert wird. Und das am schönsten Ausdauertrainingsplatz, den man sich vorstellen kann. In bester Bergluft auf Salzburgs Skipisten. Der dritte große Schwerpunkt des Ski-Dich-Fit-Programms ist die Ganzkörperkoordination. Studien belegen, dass Skifahren zu einer verbesserten neuronalen Kontrolle sowie zu einer Verbesserung des Gleichgewichts führt. Um diese positiven Effekte noch zu steigern, bauen wir kreative, interessante und herausfordernde Bewegungsaufgaben ins Skifahren ein und fördern damit auch noch den Spaß auf der Piste. Wie wir nun gehört haben, steigert Skifahren die Kraft, Ausdauer und Koordination. Mit dem innovativen Angebot der Salzburger Skischulen wird dieser Trainingseffekt noch maximal gesteigert. Also, ski auch du dich fit! So, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch zeigen können, wie man die Pisten zum Fitnessstudio macht. Danke, Birgit. Danke. Danke. War super.